Und damit herzlich willkommen zurück zu Homefront The Revolution im Knast. Ja, wir wurden in der letzten Folge wurden wir temporär verhaftet. Alle Sicherheitsmaßnahmen auf die Ankunft des Gegners vorbereiten. Ich wiederhole. Harris' Angriffsteam ist fast da. Ich helfe Ihnen dabei, den Patrouillen auszuweichen. So, und wir? Wir sind fast in Position. Ich dachte nicht, dass das so einfach werden würde. Das wird funktionieren, ich spüre es. Keine Waffen, gar nichts. Scheiße. Alle Sicherheitsteams auf die Ankunft des Gerichtspersonals vorbereiten. Ich wiederhole. Ich kann die Kameras mit meinem Sicherheitszugriff deaktivieren, aber meine Tarnung wird aufliegen. Meine Karriere als Spion ist vorbei. Ich glaube nicht, dass ich sie vermissen werde. Ich benötige einen Bolzenschneider. Muss ich jetzt hier einen Bolzenschneider herholen? Ja, mal rein. Der nächste Kontrollpunkt ist gleich da vorn. Alle ruhig bleiben. Sicherheitskontrolle unterzogen. Alle Personen, die an der Verhandlung teilnehmen, müssen einer vollen Sicherheitskontrolle unterzogen werden. Ungeachtet der Verhandlung. Angriffsteam aufgepasst, hier spricht Aufklärer 2. Ein Fahrzeug durchquert euren Kontrollpunkt. Scheiße! Versteckt euch! Ich kümmere mich darum! Okay, die Luft ist rein! Scheiße! Das war kacke. Das war jetzt blöd. Haben wir zu lange gebraucht? Oder waren wir zu langsam? Das ist eigentlich fast dasselbe. Und der Ladebildschirm, der ist ja ein Traum. Brady, hier spricht Crawford. Das mit deinem Kopf tut mir leid, aber alles hat perfekt funktioniert. Du bist jetzt in der Independence Hall. Ich schicke dir ein Upgrade für deine Schlüsselkarte, damit du deine Zelle öffnen kannst. Harris' Angriffsteam ist fast da. Ich helfe ihnen dabei, den Patrouillen auszuweichen. Wir sind fast in Position. Ich dachte nicht, dass das so einfach werden würde. Das wird funktionieren, ich spüre es. Schade, dass ich die Waffe nicht nehmen kann. So, von da kamen wir ja. Ich kann die Kameras mit meinem Sicherheitszugriff deaktivieren, aber meine Tarnung wird aufliegen. Meine Karriere als Spion ist vorbei. Ich glaube nicht, dass ich sie vermissen werde. Der nächste Kontrollpunkt ist gleich da vorn. Alle ruhig bleiben. Angriffsteam aufgepasst, hier spricht Aufklärer 2. Ein Fahrzeug durchquert euren Kontrollpunkt. Scheiße! Versteckt euch! Ich kümmere mich darum! Alle Sicherheitsteams auf die Ankunft des Gerichtspersonals. Okay, die Luft ist rein. Sicherheitsteams auf die Ankunft des Gerichtspersonals. Ah, verdammt. Und das Ganze noch einmal. Ich nehme es mal von der anderen Seite. Das kann ja lustig werden.
Brady, hier spricht Crawford. Das mit deinem Kopf tut mir leid, aber alles hat perfekt funktioniert. Du bist jetzt in der Independence Hall. Ich schick dir ein Upgrade für deine Schlüsselkarte, damit du deine Zelle öffnen kannst. So, gänze noch einmal. Harris' Angriffsteam ist fast da. Ich helfe ihnen dabei, den Patrouillen auszuweichen. Brady, wir sind fast in Position. Dachte nicht, dass das so einfach werden würde. Das wird funktionieren, ich spüre es. Ich kann die Kameras mit meinem Sicherheitszugriff deaktivieren, aber meine Tarnung wird aufliegen. Meine Karriere als Spion ist vorbei. Ich glaube nicht, dass ich sie vermissen werde. Der nächste Kontrollpunkt ist gleich da vorn. Alle ruhig bleiben. Angriffsteam aufgepasst, hier spricht Aufklärer 2. Ein Fahrzeug durchquert euren Kontrollpunkt. Scheiße! Versteckt euch! Ich kümmere mich darum! Okay, die Luft ist rein! Für die Dauer der Verhandlung aufbauen. Ich wiederhole, Grenzteams, 100 Meter Sperrzone für die... Ach Mann! Ja, toll. Wir tanzen noch einmal. 4. Mai jetzt. Juhu! Ich hab ja irgendwie auch nichts. Irgendwie, dass ich so geräuschlos ihn ausschalten kann. Brady, hier spricht Crawford. Das mit deinem Kopf tut mir leid, aber alles hat perfekt funktioniert. Du bist jetzt in der Independence Hall. Ich schick dir ein Upgrade für deine Schlüsselkarte, damit du deine Zelle öffnen kannst. Meine ganz bescheidene Frage, wo ist denn die? Ach. Aber den Punkt haben wir ja hier noch nicht. Und hier ist ja auch noch nicht. Ach du Scheiße. Okay. So. Harris' Angriffsteam ist fast da. Ich helfe ihnen dabei, den Patrouillen auszuweichen. Brady, wir sind fast in Position. Dachte nicht, dass das so einfach werden würde. Das wird funktionieren, ich spüre es. Ich kann die Kameras mit meinem Sicherheitszugriff deaktivieren, aber meine Tarnung wird aufliegen. Meine Karriere als Spion ist vorbei. Ich glaube nicht, dass ich sie vermissen werde. Der nächste Kontrollpunkt ist gleich da vorn. Alle ruhig bleiben. So. Angriffsteam aufgepasst, hier spricht Aufklärer 2. Ein Fahrzeug durchquert euren Kontrollpunkt. Scheiße! Versteckt euch! Ich kümmere mich darum. Okay, die Luft ist rein. Ah, Scheiße, hä? Hey Brady, wir sind im Kontrollpunkt. Öffne das innere Tor. Der Typ wurde ja alarmiert. Kann ich also das Tor nicht öffnen? Funktioniert nicht. Schätzchen. Schön, das ist ja echt eine interessante Folge. Brady, hier spricht Crawford. Das mit deinem Kopf tut mir leid, aber alles hat perfekt funktioniert. Du bist jetzt in der Independence Hall. Ich schick dir ein Upgrade für deine Schlüsselkarte, damit du deine Zelle öffnen kannst. Ich will mir da noch was. Harris' Angriffsteam ist fast da. Ich helfe ihnen dabei, den Patrouillen auszuweichen. Toll. Hilft mir nicht weiter. Brady, wir sind fast in Position. Dachte nicht, dass das so einfach werden würde. Das wird funktionieren, ich spüre es.
저항군이 호우웨이의 부역으로 물품을 이동하고 있다. 조사를 위해 팀이 파견됐다. Ich kann die Kameras mit meinem Sicherheitszugriff deaktivieren, aber meine Tarnung wird aufliegen. Meine Karriere als Spion ist vorbei. Ach, ich glaube, nicht so schlimm. Dass ich sie vermissen werde. Nicht so schlimm. Der nächste Kontrollpunkt ist gleich da vorn. Alle ruhig bleiben. Angriffsteam aufgepasst, hier spricht Aufklärer 2. Ein Fahrzeug durchquert euren Kontrollpunkt. Scheiße. Versteckt euch. Ich kümmere mich darum. Okay, die Luft ist rein. Mann, Scheiße! Ja, toll, guck mich nicht an. Boah, das kann doch nicht wahr sein. Ich sag ja, es ist eine interessante Folge. Traumhaft. Einfach nur traumhaft. Und warum eigentlich so ein langer Ladebildschirm? Brady, hier spricht Crawford. Ja. Das mit deinem Kopf tut mir leid, aber alles hat perfekt funktioniert. Du bist jetzt in der Independence Hall. Mm. Ich schick dir ein Upgrade für deine Schlüsselkarte, damit du deine Zelle öffnen kannst. Ach. Achtung, alle Personen, die an der Verhandlung... So. Zumachen das Ding. Harris' Angriffsteam ist fast da. Ich helfe ihnen dabei, den Patrouillen auszuweichen. Jetzt. Ich jetzt ja nicht wissen. Ach man, das kann doch nicht wahr sein. Alter. Doch nicht ins Bein rein. Das ist echt eine sehr lustige Folge. Ja, komm. Brady, hier spricht Crawford. Das mit deinem Kopf tut mir leid, aber alles hat perfekt funktioniert. Du bist jetzt ja. In der Independence Hall. Ich schick dir ein Upgrade für deine Schlüsselkarte, damit du deine Zelle öffnen kannst. Ja, mach. So, jetzt haben wir das nicht. Harris' Angriffsteam ist fast da. Ich helfe ihnen dabei, den Patrouillen auszuweichen. Brady, wir sind fast in Position. Dachte nicht, dass das so einfach werden würde. Das wird funktionieren, ich spüre es. Ich kann die Kameras mit meinem Sicherheitszugriff deaktivieren, aber meine Tarnung wird aufliegen. Meine Karriere als Spion ist vorbei. Ich glaube nicht, dass ich sie vermissen werde. Der nächste Kontrollpunkt ist gleich da vorn. Alle ruhig bleiben. Achtung! Alle Personen, die an der Verhandlung teilnehmen, müssen einer vollen Sicherheitskontrolle unterzogen werden. Ich wiederhole. Angriffsteam aufgepasst, hier spricht Aufklärer 2. Ein Fahrzeug durchquert euren Kontrollpunkt. Scheiße, versteckt euch. Ich kümmere mich darum. Okay, die Luft ist rein. So, und das Ganze noch einmal. So, endlich. Okay, Brady, wir sind im Kontrollpunkt. Öffne das innere Tor. Boah. Kommt schon, Leute. Bewegung. Boah, endlich. Rücke auf. Sicher. Der Hof ist sauber. Du hast es geschafft. Gute Arbeit. Kommt schon, Leute. Los, los. Sie haben...
haben uns nicht bemerkt. Wir haben den Überraschungseffekt auf unserer Seite, wenn wir durchbrechen. Mehr könnte man nicht verlangen. Brady, komm hier rüber. Du brauchst eine Waffe. Ja, gib sie mir. Schön, dass ihr alle einen Schalldämpfer habt. Geleitschutz beim Hubschrauber. Ja, meinte du. Die Ankunft des Vorsitzenden Richters melden. Ich wiederhole. Geleitschutz beim Hubschrauber Landeplatz für die Ankunft des Vorsitzenden Richters. Rüber zum Tor. Los, los, los. Wir sind unterwegs. Los. Sie haben uns nicht bemerkt. Wir haben den Überraschungseffekt auf unserer Seite, wenn wir durchbrechen. Weißt du, wie du meinst? Okay, wir ziehen das sauber und schnell durch. Passt auf eure Schusslinie auf. Wir holen Walker und verziehen uns. Na los, Brady, die Tür! So, Ike. Überraschung, ihr Wichser! Aufrücken! Wo ist die verdammte Verhandlung? Check die Tür! Ist verschlossen! Oh, bitte nicht. Man hat uns verarscht. Das kann nicht. Woher haben Sie das gewusst? Das ist eine Nachricht Crawford. Für die Terroristengruppe. Crawford hat uns verraten. Widerstand nennt. Oh, Scheiße. Eure Bemühungen sind bewundernswert, wenn auch völlig vorhersehbar. Wenn ihr am Leben bleiben wollt, werft eure Waffen weg und ergebt euch. Wir müssen hier raus! Und nun zu eurer Verteilt euch! Stimme der Freiheit. Überprüft die Ausgänge, es muss einen Ausweg geben. Reyes, versuch's bei den Stufen. Komm schon, los jetzt! Hier spricht die Stimme. Nein, nein. Nicht Walker. Nein. Können Sie ihn nicht Scheiße. Gebrochen haben? Verdammter Verräter! Die ich euch persönlich eingebläut habe, wenn unsere KVA-Erlöser hierher kamen. Es ist vorbei. Und so geht es eine ganze Weile weiter. Das war's mit eurer kleinen Revolution. Es ist vorbei. Und Dana, falls du da bist. Leider hat man uns unser Wiedersehen verwehrt. Aber zumindest werden wir immer Riverside haben. Arschloch. Dana. Lass mich in Ruhe! Halt deine Fresse! Halt deine verdammte Fresse! Gas! Setzt eure Masken auf! Wir sitzen hier in der Klemme. Wir brauchen sofort Hilfe. Parrish, ich konnte den Goliath reparieren. Wir sind auf Verstanden. Dem Weg. Komm schon, die Tür! Okay. Wir müssen raus. Beim Hochheben. Los! Los! Ja, komm! Los! 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 Komm, alle aufrücken! Los! 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 Okay, geht in Deckung. Wir müssen durchhalten, bis Heather uns erreichen kann. Das sagt Mann, sich so Mann. Leicht! Ach du Scheiße! Wir müssen gehen! Ja. Vorsicht, Achtung, links! Heather ist fast da, nur noch einen Augenblick! Okay. Wolverines, wir brauchen einen Hack! Scheiße!
Hör auf damit. Scheiße! Ich hab sie gehört! Deckung. Lenk sie ab! Schieß auf sie! Weg vor! Los! Ich schieße! Ja, ich auch! Scheiße, diese Deckung ist beschissen! Ach was? Schießt auf sie! Ziel getroffen! Vorbei. Scheiße, Heather! Scheiße! Scheiße. Also die Revolution wird härter als gedacht. Und Crawford hat uns verraten. Also ist auch er derjenige, der den Goliath sabotiert hat. Dieses kleine, miese Arschloch. Guter Gott, es war eine Falle? Eine Scheißkatastrophe! Verdammter Simpson, verfickter kleiner Wichser! Ihr zwei kennt euch, das hättest du mir sagen müssen, verdammt! Fick dich doch! Hört auf! Was jetzt? Walker ist weg, Heather ist tot und der Goliath ist hinüber. Wir sind am Arsch! Vielleicht kannst du ihn retten. Ach, der ist erledigt, Mann. Die haben ihn gebrochen. Er sagt, jedermann soll auf die Norks hören und brav sein. Das war's. Wisst ihr, was ich sage? Ich sag, tötet alle. Jeden lausigen Collaborator, jeden Nork, ihre Frauen, ihre Kinder. Einfach alle! Das ist nur töten, um zu töten. Rache macht uns nicht frei. Wir nehmen keine Rücksicht. Da gibt's keine Wahl. Lieber ein guter Mensch und versklavt, als solch ein Monster im Namen der Freiheit. Oh, Doc, spar dir deine Scheißsprüche. Wir brauchen einen Plan. Wer noch was zu erzählen hat, sagt besser etwas Konstruktives. Parrish, du musst hier verschwinden. Wir haben Nachricht von Nork-Angriffen in der ganzen Stadt. Ach, Herrgott, nochmal, hört diese Scheiße denn nie auf? Die wollen uns vernichten. Ein für alle Mal. Ich stell dir Teams aus Ärzten. Teil sie da ein, wo du sie brauchst. Die Revolution ist vorbei. Jetzt geht es nur noch um unseren Stolz. Die Norks haben uns fast alles genommen, aber den bekommen sie nicht. Na los, wenn das Ende ist, gehen wir kämpfend unter. Rimmer, wo sollen wir hin? Oh! Parrish, die Nork sind wahnsinnig. Sie greifen uns überall an. Das muss schon seit Monaten geplant Jede gewesen Zelle sein. Jede Zelle meldet Verluste. Okay, ich, Dana und Brady gehen raus und sehen uns um. Brady, du übernimmst Lombard. Dana, Holloway und ich, Amtree. Legen wir los. Shoot. Wir sind bei dir, Parrish. Kommt schon, Leute. Und ich würde sagen... Komm schon, Brady. Wir müssen nach Lombard. Unsere Leute brauchen Hilfe. Ja. Wir können das schaffen. Aber wir machen erst mal hier eine kleine Folgenpause. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. So lebendig wie da draußen fühle ich mich so. Amerika ist gefallen. Besetzt von einer feindlichen Macht. Sie unterdrücken uns und haben uns unserer Freiheit beraubt. Aber wir werden zurückschlagen. Ready on the barrels.
euch diesen Tag. Denn Amerikas zweiter Unabhängigkeitskrieg hat begonnen.